Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, euer Replay, meine Analyse. Ja, ich starte schon mal das Replay im Hintergrund und wir haben hier ein Replay vom Shindy 2015 im E100. Ja, allgemein kann man dazu sagen, wir sind auf der Karte Männer im Line. Ihr seht jetzt hier schon mal die Teamzusammenstellung noch mal ein bisschen detaillierter. Und ja, links und rechts natürlich auch zu sehen. Wir haben insgesamt eine Arti. Zwei TDs auf jeder Seite. Ja, und sonst Heavies und Mediums ziemlich ausgeglichen, wobei eher dann doch die Medium-Anzahl überwiegt. Und um jetzt erstmal sich ein Bild zu machen von der ganzen Situation, solltest du dir, Shindy, vor allen Dingen auch bewusst machen, okay, die Seite, wo ich hinfahre, ist eine richtige Entscheidung, erstmal tendenziell, weil alle dahin fahren und dann pushe ich halt lieber mit allen durch, bevor ich dann zum Beispiel allein auf die Seite fahre oder nach hier vorne, um da halt irgendwie, versuchen, den Superhero zu machen, aber dann im Endeffekt einfach nur YOLO zu werden. Also ist es okay, ist es gut, dass du darüber fährst und ja, gehen wir noch so ein bisschen auf das Setup ein. Du hast 35 AP-Granaten dabei, nur 5 Heat-Granaten und 10 HE. Du hast ein kleines Repair-Kit, ein kleines Medikit und den großen Feuerlöscher. Tendenziell ist jetzt erstmal an dem Zubehör hier nichts dran auszusetzen, außer die Reihenfolge. Das ist tendenziell die schlechteste Reihenfolge, die man wählen kann. Die beste wäre Medikit auf der 4, Repair-Kit auf der 5 und der automatische Feuerlöscher auf 6. Passt, das ist in Ordnung. Nur so ist es halt einfach so, dass du, wenn du die Kette praktisch reparieren willst, musst du 4 drücken und dann die 5. Und wenn du hier das Medik, also dem Fahrer zum Beispiel, reparieren willst, musst du 5 drücken und dann die 4. Man kann normalerweise immer 5-5, also einfach so zack, zack, hat man es einfach durch. Und so muss man, also man hat es jetzt vielleicht so ein bisschen im Hintergrund gehört, es dauert einfach ein Sekündchen, also einen kleinen Moment länger, aber ist es halt meistens entscheidend. Vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen in einer undurchsichtigen Lage ist, man muss schnell die Kette reparieren oder so, also da, wie gesagt, die Empfehlung, nimm dir die Zeit und tu es einfach, versuchen, dich da so ein bisschen dran umzutrainieren. Ich bin auch mittlerweile dabei, das Ganze so ein bisschen richtig einzustellen. Und ja, ich habe jetzt mal ein Stückchen noch vorgespult. Und wir fahren jetzt hier mit dem R100 oben hin. Ist auch in Ordnung. Das Problem ist jetzt halt, bevor wir jetzt die AMX-30-Situation uns anschauen, nochmal zu den Heat-Granaten. Der R100 wird eigentlich fast immer nur Gold-Only gespielt, weil der Panzer so allgemein schon so schwach ist, sage ich mal. Müsste auf jeden Fall mal gebufft werden durch die ganzen Weak-Spots. Am Turm, hier komplett verwundbar, überall. Unten die Ecken hier ganz besonders halt auch. Wenn man so ein bisschen anwinkelt, kommt man da eigentlich immer durch als Gegner. Deswegen hat man mit dem R100 da wenig Chancen. Untere Wanne natürlich ganz easy. Turm hinten, alles Butter. Natürlich kann man hier vorne dementsprechend halt auch nur mit Goldmunition durchschießen, aber dafür ist halt komplett große Angriffsfläche hier vorne. Ich würde dir da auf jeden Fall empfehlen, nimm mehr Heatgranaten mit, also ruhig nochmal 10 Heat mehr mit. Du kannst natürlich auch ruhig AP spielen, ist gar kein Problem. Würde dir dennoch durch halt die niedrige Durchschlagskraft einfach mit AP dir die Heats da empfehlen. Die machen einfach halt super Laune, gehen fast überall gut durch und dadurch einfach mal 15 Heat mitgenommen, damit du auch die Option hast, okay, komm, ich spiele mal eine Runde, jetzt mehr goldlastiger, weil zum Beispiel ganz viele Types, ganz viele Mäuse im Gegnerteam sind und du hast halt mit deiner AP dann einfach wenig Chancen. So, okay, er musste den Schuss praktisch machen, weil er natürlich dann safe gefahren ist. Er ist halt ein bisschen zu weit nach vorne gefahren, er ist die ganze Zeit gefahren, er hätte theoretisch schon hier stehen bleiben können und hätte dann einen viel kleineren Aim-Kreis gehabt, weil er natürlich dann mehr Zeit hatte zum Aim, sag ich mal. Aber generell war es halt einfach ein Anschießschuss, also da will ich jetzt mal nicht so viel drauf deuten lassen. Ja, und jetzt auch wieder zur allgemeinen Situation. Ist immer ganz, ganz wichtig, dass man sehr, sehr viel auf die Minimap schaut. Also, wir haben jetzt hier die Situation, die Badchat will jetzt versuchen, den AMX-30B hier anzugehen. Man sieht es hier hinten. Moment, ich gehe gerade einfach mal. Ist einfach so, wie gesagt, so ein bisschen allgemeines Game-Knowledge, wo man einfach so ein bisschen drauf achten sollte. Wir haben hier die Badchat, die halt jetzt versucht, den AMX-30 hier anzugehen. Sein Problem wird halt einfach sein, dass er von hier oben
Fliegen mal kurz hin. Dass er von hier oben halt einfach easy beschossen werden kann. Wir gehen gerade mal an die Position von den TDs. Einmal hier. Und einmal runter, genau. So, also hier, ihr seht, wir haben praktisch von hier direkt eine Schusslinie rüber. Und natürlich, ja, von hier oben noch eine viel bessere. Also das ist sehr, sehr riskant, was die Badjet hier macht. Und natürlich auch, man kann von hier oben reinpieken und auf die Badjet schießen. Das erstmal dazu. Also so ein Move darum ist sehr, sehr riskant. Wir haben sonst unten die Panzer hier, die relativ, ja, ich will mal sagen, starr da stehen, gerade noch in schöner, ja, Feuerlinie aufgestellt, versuchen jetzt gerade hier unten die Panzer rauszutraden. Und für unseren R100 ist jetzt Vorfahren eigentlich noch nicht so wirklich eine Option. Wir haben den Centurion, der steht genau dort im Halldown. Und so wirklich kann er halt auch nichts dagegen machen. Wie gesagt, er ist im Halldown, der Centurion. Und mit AP dagegen bin ich mir ziemlich sicher, dass die Schüsse da nicht durchschlagen werden. Jetzt hätte er zum Beispiel einfach mal snapshotten können. Also einfach probieren, okay, scheiß drauf. Die AP-Schüsse kosten nicht viel. Ich probiere es einfach mal. Ich schieße einfach mal drauf. Guck, ob er durchgeht. Es wär kein Problem gewesen, wenn der Schuss nicht durchgegangen wäre. Aber es hätte dich umso mehr gefreut, sag ich mal, wenn der Schuss einfach direkt durchgegangen wäre. Einfach mal aus Glück probiert. Ich sag immer, jeden Schuss, den man nicht macht, der ist auf jeden Fall verschossen. Wenn man ihn nicht probiert, wie soll man dann überhaupt die Chance haben zu treffen? Das ist so ein bisschen meine Argumentation. So, jetzt gucken wir gerade. Ah ja, wir haben hier die Stelle wieder. Jetzt mal gucken. Genau. Ja, die Stelle hier vorne, genau, hatte ich ja schon gesagt. Also er war angewinkelt, hätte eigentlich auch von APCR nicht durchschlagen werden können. Und doch hier unten, genau diese Stelle, ist einfach ein super Weak Point am EN100. Und ja. So, also unten die Seite pusht jetzt schon mal generell, das ist schon mal sehr, sehr gut. So, also langsam könnte man auch überlegen, ob man hier vorne zum Steinfort fährt. Das würde ich jetzt zum Beispiel jetzt gleich machen. Versuchen hier vorzufahren, um einfach ja Distanz zu verkleinern zwischen Centurion 57 und der E7. Wenn man das einfach schnell macht, rüberfährt, kann der 57 auch gar nicht auf einen schießen, weil hier die drei Panzer, hier Patton, die beiden Pattons und theoretisch dann auch die Heavys, wenn sie durchgedrückt sind, dann den 57er schön abfahren können. Der eine Schuss vom Centurion ist jetzt nicht so schlimm, wenn man den kriegt. Hauptsache, man kommt langsam nach vorne und kann anfangen, Damage zu machen. So, jetzt gucken wir gerade einmal. Die Situation muss man jetzt hier ganz, ganz stark beobachten. Gehen wir wieder in meine Ansicht. Genau. Zack. Ja, wir haben jetzt einmal hier die Situation, dass hier unten gekämpft wird. Vier Panzer, fünf Panzer gegen drei. Und wenn man halt nicht aufpasst, ist es so, dass dieser Centurion hier, den wir jetzt hier vor uns sehen, der hier, der kann ganz, ganz einfach sein, dass er einfach mal nach hier fährt. Ja, und wir stehen hier mit unserem EN100, dass der dann anfängt, Halldown auf uns zu spielen. Und der T57 eigentlich nur wartet, bis wir einmal geschossen haben. Dann rumpiekt und uns klippt. Also da müssen wir sehr drauf aufpassen. Und vor allen Dingen auch die Situation hier unten im Auge behalten. Deswegen immer mal so, sage ich mal so, ganz schnell rechts gucken, links gucken, rechts, fährt der hoch, was muss ich machen? Kann ich auf den 57 arbeiten? Ja. Jetzt gucken wir mal an, was der Kollege hier macht. Fährt der jetzt an den 57er, so langsam sidescrapen. Ja, ist noch okay, würde ich sagen, wenn er AP schießt, sowieso. Heat, wow, wird ein bisschen eng wegen dem Turm. Jetzt verstehe ich nicht, warum er nicht einfach rechts in die. Genau, da rein, richtig. Ja. Oh, da hat er Pech gehabt. Ich glaube, der V hat ihm in eine reingedrückt. Ah, genau, da kann ich euch auch noch mal was Schönes dazu erklären. Ich spule gerade mal zurück. Also, Situation war folgende: Langsamer. So, er schießt jetzt gleich. Wir gehen mal hier in die Schussbahn vom FV und gucken uns das mal an. Also, ihr seht jetzt hier, der V will eigentlich nur den 57er durch die Lücke abschießen. Und ja, der EN100, also Shindy, ist jetzt gerade ziemlich auf sich fokussiert. Sieht jetzt gar nicht, dass der V hinter einem steht. Was ich als FV gemacht hätte, ist wie einfach ein Stückchen vorgefahren.
hätte dann praktisch von hier auf den 57 geschossen. Weil wir sehen jetzt, er will jetzt praktisch schon abdrücken. So, und jetzt will der FV abdrücken, weil er One-Shot ist. Und in dem Moment fährt praktisch der N100 rein. War natürlich ein klarer Fehler vom FV. Hätte sich einfach nach hier stellen können, wo ich jetzt hier mit der Kamera bin. Dahin, zack, 57 rausgenommen. Vielleicht sogar den Centurion. Alles wäre gut gewesen. So hat er einfach halt die Gefahr genommen, dass Team Damage entstehen kann. So wie es jetzt gerade ja auch passiert ist. Durch einfach eine, ja, Unaufmerksamkeit und ja, eine Fehleinschätzung. So. Bis jetzt haben wir eigentlich eine solide Situation. Wir haben unten die Panzer, die gewinnen. Wir haben drüben die Panzer halten eigentlich noch gut. Und was ich jetzt aber aktuell nicht verstehe, er hat einen Richtschützen, kaputten Richtschützen. Den könnte er schon lange hier reparieren. Ich glaube, er hat es gerade einfach nur nicht auf dem Schirm, dass da was kaputt ist. Also da vielleicht auch die Empfehlung. Passiert natürlich, kann das mal passieren, sollte aber nicht passieren. Vor allen Dingen, wenn man jetzt gleich wieder in den Aim-Kreis reingeht und merkt, oh, der Aim-Kreis ist aber ganz schön groß. Und dann immer mal so ein Blick nach links, vielleicht kann man ja mal was erhaschen, also dementsprechend, vielleicht ist man einfach mal kurz unaufmerksam gewesen, sieht jetzt auf einmal, oh shit, ich habe ja was vergessen zu reparieren, Ammo-Rack, eine Kanone oder ein Richtschütze oder ein Fahrer. Jetzt gucken wir mal, oh, hatte er da Glück gehabt, also sehr krasser RNG-Shot. Dadurch, dass der Richtschütze halt einfach kaputt ist, ist einfach die Genauigkeit fast für den Arsch, will ich mal sagen, aber gut. Kann man natürlich auch mal ein bisschen Glück haben. Er müsste einfach jetzt, wie gesagt, nur den Richtschütze reparieren. Und jetzt ist es wieder wichtig, sich die ganze Minimap anzuschauen. Alleine nur von dieser Einstellung sehe ich, okay, hinter uns ist eine Batchette. Wir haben vor uns eine Arte, die eventuell auf uns schießt. Die Base ist so, so ein bisschen in Trouble, würde ich mal sagen. Aber auf jeden Fall kommt hinter uns eine Batchette. Und jetzt ist es so, wir können einfach ganz schnell hier rechte Maustaste halten, dass der Turm praktisch nach vorne stehen bleibt, weil wir wollen ja nicht sehen, also die Gegner sollen nicht sehen, dass ich nach hinten gucke. Fahre einfach ein Stück zurück, der Turm guckt weiter nach vorne, aber ich schwenke rum und sehe, oh, die Batchette ist voll und dann gucke ich mal hier, 1, 2, 3 One-Shots, fuck. Vielleicht sogar also noch 4 One-Shots praktisch, wenn man 500 HP für die zwei oben hier auch als One-Shot nimmt. Und jetzt guckt man und denkt, shit, ey, ich muss mich irgendwie so ein bisschen ja um die Batchette kümmern. Und jetzt ist eigentlich so ein Moment angelangt, wo ich sehe, okay, ich muss auf jeden Fall irgendwie hier weg. Die beide haben noch gute HP, die Arti kann mit reinwirken und eine volle Batchette von hinten. Und wir sehen natürlich, hier kommt auch nochmal hier Action vom Batchette und TVP. Hier rüber, ich weiß natürlich nicht, wie viel HP Procret und SDV haben. Deswegen Rückwärtsgang rein, erstmal um die Batchette kümmern und nicht jetzt hier oben kämpfen. Genau, da war sie schon, die Art, die hat den einen rausgenommen. So, und jetzt ist der Moment, wo er jetzt, er hat es ja sogar gesehen, dass alle jetzt wegfahren. So, jetzt fahren alle weg und er steht jetzt alleine noch da. Gegen die 7 Full AP und den FV. Und, jetzt alleine da zu spielen mit so einem langen Reload und vor allen Dingen der Richtschütze ist noch im Arsch. Er wird ihn gleich wahrscheinlich reparieren. Ja, wird er. Ne, hat er noch gar nicht. Hat er noch nicht. Oh. Ja, und da einfach mal hier so in den Zielfernrohrmodus gehen. So sieht man, so könnte man denken, ach shit, der FV kann auf mich schießen. Gehen wir in den Zielfernrohrmodus, sehen wir einfach, alles klar. Ich habe hier einen Berg vor mir, da kann keiner auf mich schießen. Einfach mal, so ist die Ansicht, denkt man, ja, könnte auf mich schießen irgendwie. So denkt man, nö, geht gar nicht. Da könnte man sich jetzt entspannt anwinkeln, aber halt natürlich auch gegen den FV anzuwinkeln. Bisschen kritisch, sag ich mal. Oh, 952. Das müsste ein HE-Schuss gewesen sein. Ja, das war ein HE-Schuss. Hat er sehr schön gemacht. Warte mal, jetzt muss ich selber mal gucken. Jetzt war ich gerade, habe ich gerade nicht drauf geachtet gehabt. Ja, ein HE-Schuss war das. Das war sehr, sehr gut platziert. Schön geschossen. Also, 952 wäre sonst ein absolut kranker Todes-Hyrule gewesen, sage ich mal. Aber so, ja, war das praktisch machbar und auch in diesem Moment gut, den FV rauszunehmen. Jetzt passiert aber genau das. Er wird gepusht von zwei Mann. Die Batchette hat die Leute unten einfach verarscht, ist außen rum, pusht jetzt oben lang, pusht in den 100 und
Wird er noch einen Schuss bringen? Nee, Schaden. Ja, 2300 Schaden. Das Gefecht hier hinten. Wir können jetzt gerade mal rüberfliegen. Wir haben die 7 One-Shot, Patton One-Shot, der andere Patton 500 AP. Ja, also ich würde sagen, es ist natürlich ein Loose dann im Endeffekt geworden. Schade, da war auf jeden Fall ein bisschen mehr drin, vor allen Dingen, wenn man die AP so ein bisschen mehr mit eingesetzt hätte. Und ganz, ganz wichtig ist, Minimap lesen, Minimap verstehen und halt in so einer Situation auch mal einen Rückzug einmachen. Ja? Einfach mal zurückfahren hinter die Ecke, damit man hier von der ES7, von den Patton vielleicht auch unterstützt werden kann. Einfach ja nicht zu weit wegfahren, sodass man praktisch nicht hier steht, sondern einfach zurückfährt und in diesem Bereich steht am besten. Man kann natürlich dann auch hier spielen, weil die Gegner müssen dann erst rübercrossen. Wobei am besten wäre natürlich einfach mit dem Kollegen zurückzufahren, Safe-Position einnehmen und die Gegner dann kommen lassen zu sich. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.